Heute haben wir 4 Einheiten zusammen. Und bevor dem Mittagessen, ich möchte über das Thema Unterordnung reden, was auch nicht besonders einfach ist für alle Menschen. Wir haben ein paar Bibelstellen, die wir anschauen werden, aber ich hoffe, 2 Ziele mit den 2 Einheiten bevor dem Mittagessen zu erreichen. Ich möchte, dass wir verstehen, was Unterordnung ist, innerhalb des großen Kontexts der Bibel. Und dann, ich möchte auch sehr praktisch sein mit diesen Prinzipien. Dann nach dem Mittagessen werden wir über Gnade reden und wie wichtig es ist, einfach dem Ehemann Gnade zu zeigen, genau wie Gott uns Gnade zeigt und gibt. Und ich hoffe auch nach dem Mittagessen, dass die Lektion sehr theologisch ist, dass wir tatsächlich das Wort Gottes anschauen, dass wir von Gott hören, aber dass wir nicht nur Prinzipien anschauen, aber dass wir auch eine Gelegenheit haben, sehr praktisch zu sein. Und ich würde auch sagen, vielleicht bei der 2. Einheit am Ende, kurz vor dem Ende, werde ich auch fragen, ob ihr Fragen habt. Und auch am Ende der 4. Einheit werde ich ein paar Minuten lassen, wenn wir Fragen haben. Ich bin mir nicht sicher, wir kennen uns nicht. Es kann sein, dass ich sage, hey, habt ihr Fragen? Und alle sagen, gar nichts, weil wir uns nicht gut kennen. Das verstehe ich auch. Ich könnte vielleicht ein paar theoretische Fragen nennen und dann kann ich versuchen, meine eigenen Fragen zu antworten. Okay, das erste Thema für heute Morgen. Wir haben diese 2 Einheiten, 2 Stunden fast, über Unterordnung zu reden. Ich gehe davon aus, dass wenn wir sagen, das Thema ist Unterordnung, ich gehe davon aus, dass niemand hier überrascht ist, dass wir so eine Anweisung in der Bibel haben. Wir haben 2 Hauptbibelstellen, die wir oft im Unterricht beim EBDC, das Europäische Bibeltrainingszentrum, nutzen in dieser Lektion. Epheser 5 natürlich, Verse 22 bis 24. Epheser 5, was ich auch jetzt aufschlage. Dann haben wir auch 1. Petrus 3, 1 bis 6. Ich werde Epheser 5 vorlesen, die Verse 22 bis 24. Und wir sehen etwas Ähnliches in 1. Petrus 3, Verse 1 bis 6. Und wenn wir über das Thema Unterordnung reden, besonders innerhalb der Familie, dann sollen sofort diese 2 Bibelstellen so in unseren Gedanken sein. 2 gute Bibelstellen. Es gibt noch mehr. Diese Liste ist nicht allumfassend, aber die sind die Hauptbibelstellen, die wir oft nutzen. Dann, wenn wir Epheser 5 aufschlagen und die Verse 22 bis 24 vorlesen, hier ist, was wir von Gott hören. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Es ist eine klare Bibelstelle. Gott hat gesagt, hier in der Familie, in laut einer biblischen Sicht, haben wir eine Ordnung. Gott hat die Familie mit Struktur geschaffen und wenn wir die nächste Bibelstelle lesen, oder auch hier im Kontext, in dieser Stelle, Paulus hat für uns geschrieben, der Mann ist das Haupt der Frau und wir als Männer haben bestimmte Verantwortungen vor Gott und ihr als Frauen habt auch bestimmte Verantwortungen vor Gott und die sind super und wunderbar und wir sollen nicht diese Worte lesen und denken, oh, die Bibel ist so altmodisch, die Bibel ist so Jahr 0 oder vielleicht Jahr 63 oder 70. Aber unsere Gesellschaft heute, die Welt, in der wir wohnen, ist total anders. Und diese Worte sind einfach peinlich. Solche Gedanken sollen wir nicht haben. Gott hat die Familie so geschaffen und die Ehe so geschaffen, dass wenn wir diese Rollen wahrnehmen, und wenn wir diese Aufgaben erfüllen, die Gott uns gegeben hat, dann dürfen wir tatsächlich etwas Wunderbares in diesem Leben schaffen.
Und das möchte ich auch beweisen, nun von der 1. Mose. Könnt ihr 1. Mose aufschlagen? Und das, wie ich gesagt habe, wenn wir über Unterordnung reden oder die Beziehungen zwischen Mann und Frau innerhalb der Ehe, wir müssen nicht nur diese Bibelstellen, diese kleinen Bibelstellen anschauen, die wir haben. Wir müssen den Kontext der Bibel verstehen. Und das gibt uns so viel Licht zu diesem Thema. Dann können wir verstehen, was Gott von uns erwartet. So hilfreich. 1. Mose, Kapitel 1, 26 bis 28. Ganz am Anfang, und wir kennen 1. Mose 1, nicht wahr? Ganz am Anfang hat Gott alles geschaffen und dann gehen wir durch die Tage. Was hat Gott am ersten Tag, zweiten Tag, bis zum sechsten Tag geschaffen? Siebten Tag hat er einfach eine kleine Pause gehabt. Nicht, weil er eine Pause braucht, aber nur uns zu zeigen, dass wir eine Pause brauchen. Dann hier sehen wir, wie oder was Gott gesagt hat und getan hat, um Menschen zu schaffen. Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die, und hier, ich verstehe auch, ich spreche Deutsch als zweite Sprache, aber wir müssen ein bisschen über Grammatik hier reden. Die, Singular oder Plural? Und ich verstehe auch, das ist auch so eine Frage. Wenn, auf Deutsch könnte auch Singular sein oder Plural sein, aber ganz klar und deutlich sollen. Singular oder Plural? Plural. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen. Wer soll herrschen? Der Mann, natürlich, das habe ich gerade gelesen in meiner Bibel. Alle Männer sollen einfach so stark zu Hause sein, so stark in der Gemeinde, so stark in der Gesellschaft, dass wir als Männer diese Verantwortung tragen. Wir leiten, wir herrschen. Und ihr Frauen, ihr dürft einfach zu Hause bleiben, zu Hause chillen, nichts machen, vielleicht ein paar Kinder, die laufen einfach den ganzen Tag im Garten. Es gibt eigentlich für euch nichts zu tun. Das habe ich nicht in meiner Bibel gelesen. Wenn ich hier im Kontext von der ganzen Bibel lese und verstehe, was Gott mit uns als Menschen getan hat, dann hat er uns bevor dem Sündenfall hat er gesagt, hey, ich werde Menschen machen und die sollen herrschen. Als Mann und Frau, die werden zusammenkommen und ich, Gott, hat eine bestimmte Aufgabe für uns als Menschen, als Männer und als Frauen, dass wir herrschen. Aber Gott gibt uns auch noch mehr Infos an dieser Stelle. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriegt. Und Gott schuf den Menschen, Singular oder Plural? Singular hier in diesem Kontext. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, Singular oder Plural? Singular. Als Mann und Frau schuf er sie. Singular oder Plural? Plural dieses Mal. Wir als Menschen müssen herrschen, als Mann und Frau, die zusammenkommen in einer bestimmten Beziehung. Und Gott segnete sie, Singular oder Plural? Plural. Nicht nur sie als Eva in diesem Kontext oder die Frau in diesem Kontext, aber der Mann, den Mann und die Frau hat er gesegnet. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, wieder Plural, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Wenn wir über das Ebenbild Gottes reden und auch wenn ich theologische Bücher reden, es gibt viele Männer, die schreiben, im Gottes Ebenbild geschaffen zu sein, bedeutet, dass wir Intellekt haben, dass wir denken können, dass wir einen Willen haben, dass wir Entscheidungen treffen können und dass wir Emotionen spüren. Und in dieser Weise sind wir Gott ähnlich. Ich habe kein Problem mit diesen Gedanken. Und ich verstehe, dass wenn ich vielleicht ein Haustier anschaue, vielleicht einen Hund anschaue,
Das Hund hat ein paar Gedanken, aber ist nicht rational, wie wir sind. Und spürt nicht die gleichen Emotionen und kann eigentlich Entscheidungen nicht treffen, besonders moralische Entscheidungen, wie wir die treffen. Wir sind anders. Das verstehe ich. Aber in diesem Kontext hat Gott geschrieben, dass wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, weil wir diese drei Eigenschaften haben. In diesem Kontext haben wir hier gesehen, Gott hat gesagt, dass uns Menschen in unserem Ebenbild schaffen, die werden einfach Emotionen haben. Die werden Entscheidungen treffen. Und die werden auch gute Gedanken haben. Lesen wir tatsächlich in diesem Kontext von den drei Einheiten? Ich habe die hier nicht gesehen. Was ich gesehen habe hier in diesem Kontext, Gott hat gesagt, in seinem Ebenbild, in diesem Kontext hier, bedeutet, dass wir als Menschen auf dieser Erde Gottes Botschafter sind. Dass wir auch, was auch sehr interessant ist, bevor dem Sündenfall hat Gott einen Plan gehabt, dass der Mann und die Frau zusammen als sein Stellvertreter hier auf der Erde dienen. Habt ihr auch überlegt, ich verstehe, es ist schon Juni und oft versuchen wir durch die Bibel zu lesen in einem Jahr, nicht wahr? Januar, 1. Januar, 1. Mose 1,1, schon 6 Monate her. Aber wenn ihr durch 1. Mose 1 gelesen habt, habt ihr daran gedacht, oh, schau mal hier, bevor dem Sündenfall, als Gott auch hier in seiner Herrlichkeit auf die Erde oder auf der Erde regiert. Er war der Herrscher hier auf der Erde. Er könnte mit Adam im Garten wandeln, mit Eva reden. War 100% möglich, aber Gott hat einen Plan, dass durch den Mann und durch die Frau, dass er durch Menschen herrschen wird. Das war der Plan Gottes. Das ist, was Gott getan hat. Das ist, was Gott möchte. Die sollen herrschen. Im Gottes Ebenbild, als Mann und Frau, haben wir eine besondere Rolle, die Erde zu untertan oder zu herrschen. Besonders bevor dem Sündenfall in diesem Kontext. Und wie werden wir das schaffen? Als Menschen, als Mann und Frau. Dann lesen wir auch in Vers 28, oder das haben wir schon gelesen, 28. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen. Und hier die erste Anweisung oder der erste Befehl ist nicht zu herrschen, sondern Familien zu gründen und zu haben. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Gott hat hier einen Plan. Wenn er Menschen geschaffen hat, als Mann und Frau, hat er einen Plan, dass Menschen in seiner Stelle für ihn, um ihn anzubeten, um ihm zu dienen, wir werden hier auf der Erde herrschen für ihn. Und wie werden wir das tun? Indem wir zusammenkommen als ein Mann und eine Frau in einer Ehe für das Leben lang. Wir werden Kinder haben, wir werden Kinder bekommen, wir werden Kinder erziehen und durch diese wunderbaren Gelegenheiten werden wir Gott ähnlich sein. Vom Anfang an, Gott hat einen Plan. Nicht, dass Männer sagen, wir schaffen alles. Die Frauen, die müssen nichts tun. Es gibt viele Aufgaben vom Herrn für Frauen zu tun, um in der Familie mit dem Ehemann zu herrschen. Wir sagen nicht, wenn wir über Unterordnung reden, von 1. Petrus 3 oder Epheser 5, wir sagen niemals, eine Frau hat so nicht so viel Wert in diesem Leben, eine Frau ist nicht so wichtig. Tatsächlich, was wir sagen, wenn wir im Kontext der Bibel reden, wir sagen, es ist nur möglich, Gott am besten zu widerspiegeln hier auf der Erde innerhalb einer Ehe. Ich habe nicht gesagt, dass eine ledige Frau oder ein Mann, der nicht verheiratet ist, das Ebenbild Gottes nicht hat.
Das habe ich nicht gesagt, weil ich auch an die anderen Eigenschaften glaube. Jede Person widerspiegelt Gott. Das ist 100% möglich. Aber hier, wenn ich 1. Mose 1 richtig verstehe, wir haben eine besondere Gelegenheit, Gott wiederzuspiegeln in der Ehe. Wenn wir zusammenkommen, um uns zu vermehren und um diese Welt zu herrschen. Wir haben eine besondere Aufgabe von Gott hier in der Ehe. Ich verstehe auch, wir haben von 1. Mose 1 hier gelesen, wir können auch 1. Mose 2 lesen, was ich nicht tun werde. Wir könnten aber sehen, wie Gott Adam und Eva geschaffen hat, wie er Adam und Eva zusammengebracht hat, um eine Familie einfach zu haben. Und dann verstehen wir auch, was in 1. Mose 3 passiert ist, nicht wahr? Sehr schade, was passiert ist, aber Adam und Eva haben gesündigt. Und ganz klar und deutlich, wenn wir Römerbrief 5 lesen, wir sehen, dass Adam verantwortlich war vor Gott. Wenn wir lesen, dass die Sünde in die Welt gekommen ist, nicht durch Eva, sondern durch Adam und auch in Adam alle sterben, wir verstehen, dass er verantwortlich war für was im Garten passiert ist. Und dann sehen wir auch ab Vers 7 die Konsequenzen, die Folgen des Sündenfalls, was hier passiert ist. Und in Vers 16, Gott hat zur Frau gesprochen, ich will die Möhren deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und hier sehen wir in Vers 16 von 1. Mose 3, dass einfach nach dem Sündenfall, ich würde sagen, dass der Plan Gottes sich nicht verändert hat. Gott möchte immer noch nach dem Sündenfall, dass wir als Eheleute das Ebenbild Gottes widerspiegeln. Dass wir die Eigenschaften zu Hause strahlen, damit die Kinder Gott sehen, damit die Nachbarn Gott sehen, damit die Gemeinde oder die Gemeinde, in der du bist, die Eigenschaften Gottes in dir sieht. Das möchten wir. Der Plan hat sich nicht verändert, aber nach dem Sündenfall hat Gott gesagt, boy, diesen Plan zu folgen, einfach diesen Plan zu erfüllen, wird nicht so einfach sein wie vor dem Sündenfall. Auch die Arbeit für die Männer, nicht wahr? Arbeit ist keine Sünde. Arbeit ist nicht auch eine Folge der Sünde. Arbeit war gegeben bevor dem Sündenfall. Ich denke auch, und ich möchte eure Bild vom Himmel nicht stören, aber ich denke auch, für die Ewigkeit werden wir auch einigermaßen arbeiten. Aber es wird gut sein. Nicht wie heute, wenn wir arbeiten und merken, oh, das tut weh. Oder wenn die Sonne scheint und wir alle draußen gestern waren und wir haben im Garten gearbeitet und man denkt, oh, das tut weh, einfach Unkraut rauszunehmen. Wird nicht sein im Himmel, wir werden weiterhin arbeiten. Arbeit ist keine Sünde und es ist einfach schwerer, jetzt nach dem Sündenfall, aber auch in der Familie. Einfach gut miteinander umzugehen, als ein Team zu arbeiten, diese Rolle zu erfüllen, die Gott uns gegeben hat, ist ein bisschen schwerer heute. Warum? Gott hat gesagt zu der Frau, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Und es gibt ein paar Interpretationen oder Auslegungen zu diesem Text, aber ich denke hier, dass wir sehen, dass die Frau einfach nach dem Sündenfall diese Wünsche hat, einfach, dass alles in Ordnung ist. Sie möchte auch über den Mann in einer Weise oder in einigermaßen herrschen. Sie hat diesen Wunsch im Herzen und Gott hat gesagt, das wird schwer sein. Es wird nicht so einfach sein. Und dann hat er auch gesagt, er aber soll über dich herrschen. Und dann sehen wir auch, einfach in der Praxis heute, dass viele Männer, die zu Hause leiten, leiten nicht in einer biblischen Weise, sondern in einer sündigen Weise, wie sie über Frauen herrschen. Und das ist auch nicht angenehm, nicht richtig und das lehren wir nicht in unseren Predigten und so weiter. Die Frauen aber
bevor dem Sündenfall, haben eine große Aufgabe bekommen, in einer Ehe das Ebenbild Gottes widerspiegeln, indem der Mann und die Frau zusammenkommen, dass sie Kinder bekommen, dass sie Kinder erziehen, dass sie einander lieben, was wir auch im Neuen Testament sehen, in einer bestimmten Weise, um das Evangelium durch die Ehe, durch die Familie zu verkündigen. Es wird ein bisschen schwerer, das Ziel zu erreichen nach dem Sündenfall. Wir haben aber immer noch dieses Ziel. Und das bringt uns zurück zum Neuen Testament, was wir gelesen haben in Epheser 5, 22 bis 24 oder was wir auch sehen in 1. Petrus 3. Auch in diesem großen Kontext der Bibel, wenn wir sagen, dass Frauen super wichtig sind, dass die Ehe wichtig ist, wir haben einfach diesen Blick in der Bibel oder diese Sicht in der Bibel, wo wir sagen müssen, es gibt Rollen, die Gott uns gegeben hat. Wir müssen nicht den Kontext vergessen. Was ich sehe, wenn wir den Kontext vergessen, sind Menschen, Männer und Frauen, die einfach Vers 22 anschauen und die denken, wow, so eng ist die Auslegung oder die Anwendung dieses Textes, so eng. Frauen müssen einfach Ja sagen, wann auch immer, oder jedes Mal, wenn der Ehemann etwas fragt oder sagt. Das ist nicht das Bild, das wir insgesamt haben. Wir müssen ein größeres Bild haben. Aber hier in diesem Text: Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Gott hat immer noch einen bestimmten Plan für heute. Und er möchte, dass wir zusammenkommen als Ehepaaren, um seine Eigenschaften wiederzuspiegeln. Und Gott hat gesagt zu den Frauen, hier ist eine bestimmte Aufgabe für euch. Ihr sollt euch unterordnen. Dann möchte ich sagen, okay, wir haben Ideen vielleicht, was Unterordnung bedeutet. Und ich möchte erklären, was Unterordnung nicht bedeutet in diesem Kontext. Was bedeutet Unterordnung nicht? Was sollen wir nicht denken und wie sollen wir diesen Text nicht anwenden? Zuerst, Unterordnung bedeutet nicht Ungleichheit. Wir sagen nicht, wenn wir über Unterordnung heute reden, wir sagen nicht, dass ein Mann einen größeren Wert hat als die Frau. Wir sagen nicht, dass Frauen weniger Menschen sind als Männer. Das haben wir gerade eben gelesen in 1. Mose 1. Und dann, wenn wir auch Galater 3 aufschlagen, Vers 28. Und ich verstehe auch, für die vielleicht ein bisschen über dieses Thema reden, es gibt viele, besonders in Amerika momentan, die Galater 3, 28 nutzen, um zu sagen, oder die schreiben, dass Frauen sich nicht mehr unterordnen müssen, weil wir diese Stelle haben. In Galater 3, Vers 28, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Einige lesen diese Stelle und sagen, siehst du, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Aber wenn wir hier in diesem Brief den ganzen Kontext verstehen, und auch einfach in Kapitel 3, es geht um das Evangelium. Der ganze Brief hat etwas zu tun mit dem Evangelium. Das ein Evangelium, das wir nicht verändern dürfen, laut Kapitel 1. Niemand darf das Evangelium verändern. Das Evangelium ist das Evangelium. Und wenn wir über die Errettung reden, dann ist das Evangelium für alle. Es gibt keinen Unterschied, ob du aus Amerika kommst oder aus Deutschland kommst. Ob du vielleicht frei bist oder versklavt bist. Es gibt keinen Unterschied, ob du Mann oder Frau bist. Das Evangelium ist für alle Menschen. Weil alle Menschen wertvoll sind in Gottes Augen. Weil alle Menschen haben diese Gelegenheit, eine Beziehung mit Gott zu haben, ihn zu lieben, ihn anzubeten und errettet zu werden. Alle haben diese Gelegenheit. Es gibt keinen Unterschied. Aber das heißt nicht, dass wir in unserer Gesellschaft keinen Unterschied haben. Das bedeutet auch nicht in der Familie, dass wir keinen Unterschied haben, wenn es um Rollen geht.
Wir sind nicht ungleich in der Person. Wir sind wie der Wert, den wir haben als Menschen, ist gleich. Auch wenn wir verschiedene Aufgaben oder Rollen haben. Zweitens, Unterordnung bedeutet nicht, dass der Ehemann unfehlbar ist. Und das sehen wir oft in der Seelsorge. Frauen, liebevolle Frauen, nette Frauen, die sagen, ich verstehe, dass Gott möchte, dass ich mich unterordne in meiner Ehe, aber ich warte auf meinen Mann, weil er einfach so fehlerhaft ist, weil er sündigt, weil er etwas in seinem Leben nicht in Ordnung bringt. Und wenn er bereit ist, sein Leben in Ordnung zu bringen, dann kann ich mich unter ihm ordnen. Aber bis zu dem Punkt ist es nicht nötig. Aber das ist eigentlich nicht, was wir in der Bibel sehen. Und das werde ich kurz, ich verstehe, manchmal habe ich diese Randnotizen in meinem Kopf von der Bibel und ich verbringe zu viel Zeit mit den Randnotizen. Ich muss durch meine Notizen arbeiten. Aber in 1. Petrus 3, eigentlich 1. Petrus 2 können wir anfangen. Ich habe gerade eben gesagt, dass Unterordnung bedeutet nicht, dass der Ehemann in der Ehe unfehlbar wäre. Es wäre schön, wenn das möglich wäre. Ich kann mir vorstellen, dass zu unterordnen wirkt so viel einfacher, wenn der Ehemann einfach unfehlbar ist oder mindestens 98% unfehlbar wäre. Aber im Kontext der Schrift sehen wir, das ist auch interessant in dieser Zeit, nicht wahr? In der Schrift sehen wir, dass Unterordnung in dieser Welt von der Person nicht abhängig ist. Wenn Gott sagt, dass wir uns unterordnen müssen, dann müssen wir uns unterordnen. Auch wenn die Person oder auch in diesem Kontext die Regierung nicht besonders gut ist. In 1. Petrus 2, Vers 13. 1. Petrus 2, Vers 13. Nicht nur für Frauen, sondern für alle Mitglieder in der Gemeinde hat Petrus geschrieben, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Hier ist aber eine Frage, die wir stellen könnten. Habt ihr gelernt, wer höchstwahrscheinlich König war, als Petrus diesen Brief geschrieben hat? Vielleicht habt einige von euch 1. Petrus ein bisschen studiert oder das Neue Testament oder die Geschichte des Neuen Testaments, aber wir sind fast sicher, dass Nero König war, als Petrus diesen Brief geschrieben hat. Und kennt ihr Nero von der Geschichte vom Neuen Testament? Er war ein König. Er war so nett, so einfach freundlich und sanft. Er war besonders gnädig und besonders zu den Christen. Er hat einfach ihnen gesagt, hey, was braucht ihr für den Gottesdienst? Ich werde euch helfen, ein Gemeindehaus zu bauen. Ich werde euch helfen, Männer und Frauen zuzurüsten für den Dienst. Das hat er überhaupt nicht gesagt. Er war ganz stark gegen die Christen und hat die sehr stark verfolgt. Er war kein guter König. Er war nicht besonders nett. Er war nicht gnädig. Er hat eigentlich nichts getan, wo wir sagen würden, ja, lasst uns einfach ihm folgen. Aber Petrus hat geschrieben, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König, als dem Oberhaupt oder auch diese anderen Männer, die ihm helfen. Vers 15, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Er weiß jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Sehen wir hier auch in Vers 17, ehrt den König. Der Mann, der nicht besonders gut war, nicht besonders nett war, aber nach einer biblischen Sicht ist es immer noch möglich, ihn zu ehren. Dann lesen wir in Vers 18,
ihr Hausknechte ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Gott möchte, dass wir so eine Einstellung in uns haben als Gläubigen, als Christen, dass wenn es um Unterordnung geht, dass wir bereit sind, uns zu unterordnen. Gott hat die Struktur gemacht, gebaut, gegeben. Wir haben die Verantwortung, nicht nur für Frauen zu Hause, sondern alle Menschen, alle Gläubigen müssen sich irgendwie unterordnen. Und der Punkt hier, wir warten nicht auf den Punkt, wo der Mann unfehlbar ist oder wo der Ehemann einfach so fast alles richtig macht, dann ist es uns leicht zu unterordnen oder ihm zu folgen oder mit ihm zu arbeiten. Gott hat einfach gesagt, Unterordnung ist eigentlich, wie wir Gott ehren zuerst und nicht den Ehemann. Aber dann, vielleicht können wir auch die Frage stellen, und hier ist eine Randnotiz, ich werde zurück zu den Notizen kommen, aber dann vielleicht stellen wir uns die Frage, aber wenn Gott will, dass wir einfach unterordnen, sogar wenn es schwer ist, dann müsste ich einfach leiden. Kann es sein, dass Gott möchte, dass ich leide? Und dann schauen wir einfach Jesus an, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmäht er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern, und hier ist der Schlüssel, übergab es dem, der gerecht richtet. Ich verstehe auch, zu diesem Punkt habe ich gerade eben ein Bild der Unterordnung gemalt vor den Augen, das nicht besonders schön ist. Aber ich werde durch diesen Tag auch sagen, dass die Ehe viel, viel, viel besser sein kann. Wir reden vom schlimmsten Fall hier. Und ich sage einfach, der Punkt hier ist, dass wir nicht auf den Punkt warten, als Frau, oder ihr als Frauen, auf den Punkt warten, wo der Mann einfach unfehlbar ist, anzufangen zu unterordnen. Wir nehmen einfach, was Gott uns gegeben hat, ob das etwas zu tun mit der Regierung hat, ob das etwas zu tun mit der Gemeinde manchmal auch und die Ältesten, die wir haben. Und nicht, dass ich etwas Schlechtes gegen eure Ältesten sage. Ich verstehe aber, dass wir auch als Ältesten der Gemeinde, wir sind auch fehlbar. Wir machen nicht alles perfekt und einige Mitglieder müssen einfach mal leiden, um uns zu folgen. Und auch in der Familie. Manchmal leiden wir. Aber es muss nicht so schlimm sein. Ich möchte nicht, dass wir nach dieser Einheit alle einfach abhauen und sagen, ich möchte nicht mehr hören. Es kann aber so sein, muss nicht aber sein. Gott möchte einfach, dass wir diese Einstellung haben, dass wir immer bereit sind, uns zu unterordnen. Punkt 3. Unterordnung in einer biblischen Weise bedeutet nicht Unbeweglichkeit. Ich verstehe auch einige Worte, die hier auf Deutsch haben, sind von Ideen, die wir ursprünglich auf Englisch gehabt haben. Und es ist manchmal schwer, eine englische Idee auf Deutsch gut auszudrücken. Aber was ich hier meine, ist nicht, dass eine Frau einfach zu Hause bleibt und nichts tut. Das ist nicht, was Unterordnung bedeutet. Das habe ich schon versucht zu erklären von 1. Mose 1. Unterordnung bedeutet nicht, dass der Ehemann alles macht. Das ist nicht Unterordnung, nicht in einer biblischen Weise. Wir möchten nicht, auch wenn wir zu den Ehemännern reden, wir sagen ihnen nicht, oh, du musst einfach alle Aufgaben erledigen. Du musst alles unter deiner Kontrolle haben. Du musst einfach die Schränke in der Küche anschauen und du musst sicher sein, dass alle Dosen einfach in Ordnung sind nach deinen Wünschen. Du musst auch sicher sein, Ehemänner,
dass alle Tassen einfach so sind, dass die Wäsche so ist, dass der Garten so ist, dass die Kinder erziehen so ist. Du musst einfach alles machen. Das sagen wir auch nie zu den Männern, weil wir zusammenarbeiten in der Familie, viel zu schaffen. Wir möchten nicht, dass die Frauen denken, oh, Unterordnung bedeutet, dass ich einfach eine Gelegenheit habe, nichts zu tun, keine Verantwortung zu tragen. Das werde ich auch beweisen. Könnt ihr 1. Timotheus 5 aufschlagen? Es ist nicht der Plan Gottes, auch wenn Gott gesagt hat, dass Ehefrauen sich unterordnen sollen, es ist nicht der Plan Gottes, dass Ehefrauen nichts machen. In 1. Timotheus 5. Okay, gut. Ich lese ab Vers 9 in 1. Timotheus 5. Und ich verstehe auch, in diesem Kontext reden wir von Witwen. Aber wir haben andere Wahrheiten, die Gott mitgeteilt hat durch dieses Gespräch. Ab Vers 9, 1. Timotheus 5. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat. Wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Dann in Vers 11 hat Paulus für uns geschrieben, jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein. Und wenn ich richtig diesen Text richtig verstehe, das ist etwas Schlechtes. Paulus hat gesagt, es ist etwas, das wir nicht wollen, dass junge Frauen in diesem bestimmten Kontext, aber alle Frauen, wir möchten nicht, dass sie untätig sind. Sie lernen auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sich nicht gehört. Vers 14, so will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären. Und hier sind ein paar oder drei wichtige Worte im deutschen Text. Den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben, denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Er hat hier geschrieben, im Kontext von Witwen, wir verstehen, dass einige Witwen ein bisschen älter sind, die können vielleicht so einen nicht Vertrag mit der Gemeinde schließen, sondern einfach Agreement ist, was ich denke auf Englisch, aber die haben einfach versprochen, in diesem Kontext der Gemeinde zu dienen. Und die Gemeinde hat auch versprochen, so einer Frau zu helfen mit Finanzen, mit dem Leben. Die haben so miteinander oder einander geholfen. Aber dann für die, die ein bisschen älter sind, dann hat Gott durch Paulus auch gesagt, aber die jünger sind, die sollen einfach heiraten. Und hier sind schlechte Aufgaben, untätig zu sein. Das wollen wir nicht. Von der Bibel, Gott hat gesagt, wir möchten nicht, wenn wir über Unterordnung denken, dass wir denken, ach, es gibt nichts zu tun, keine Verantwortung, das Leben ist zu einfach, ich habe nichts Wertvolles zu tun. Das ist überhaupt nicht eine biblische, oder diese nicht biblische Ideen. Die biblische Idee ist, was wir hier sehen, dass sie heiraten sollen und den Haushalt führen. Und das Wort, das wir hier für führen haben, ist eigentlich das Wort führen. Es ist nicht, dass die Frauen, die zu Hause bleiben, auch in diesem Kontext, vielleicht mit Kindern, es ist nicht, dass sie keine Fähigkeit haben, Entscheidungen zu treffen für die Familie. Es ist nicht, dass sie einfach den ganzen Tag auf die Ehemänner warten oder heute in unserem Kontext schreiben, da dürfen wir Brot für Abendessen haben heute? Das ist nicht eine biblische Einstellung von Unterordnung.
Männer haben eine Verantwortung zu arbeiten, wir sollen Geld verdienen, laut, ganz kurz, Epheser 5, 28, 29, wir als Männer haben eine Verantwortung, unsere Frauen zu nähren und pflegen, das versuchen wir zu schaffen. Und wir haben aber nicht, es ist nicht nötig, um Gott zu ehren, dass wir durch den Tag alles per SMS abstimmen. Die Kinder möchten schlafen, Schatz. Soll ich die Kinder hinlegen? Hey, du darfst entscheiden. Du bist die Mutti, du bist die Führerin zu Hause, besonders wenn ich weg bin und wir zusammen nicht arbeiten in diesem Moment. Du bist Königin, du darfst führen. Mach das mit Freude für den Herrn. Aber das ist nicht Unbeweglichkeit. Das ist nicht, wo die Frau einfach da sitzt und denkt, oh, ich habe keine Liste von meinem Mann heute. Was soll ich tun? Es ist nicht eine biblische Sicht von Unterordnung. Wir warten nicht den ganzen Tag auf den Mann, ohne etwas zu tun. Frauen haben auch biblische Verantwortungen und gute, wertvolle, Gott wohlgefällige Verantwortungen auch. Und wenn wir haben auch Titus 2 nicht aufgeschlagen, das mache ich auch nicht in diesem Moment. Aber einfach, wenn wir über Jüngerschaft reden, die Gelegenheiten, die Frauen haben, sind riesig und wichtig und nötig für die Gemeinde. Das bedeutet, Unterordnung bedeutet nicht Unbeweglichkeit, dass ihr als Frauen nichts machen dürfen. Auch Punkt 4, Unterordnung bedeutet nicht, dass eine Frau nichts sagen darf. Das ist nicht Unterordnung. Wo wir sagen, hier ist, was wir erwarten zu Hause. Der Mann sagt, hier ist, was wir heute machen werden. Und die Frau sagt, okay, immer. Das ist nicht, was wir erwarten. Ich werde auch erklären, besonders im zweiten Teil heute nach dem Mittagessen, wie wir in Gnade mit dem Ehemann reden können. Aber wenn ich 1. Mose 1 richtig verstehe, was ich euch auch heute gesagt habe, wenn Gott einen Mann und eine Frau zusammenbringt, dann hat Gott ein Ehepaar als ein Fleisch. Das haben wir nicht gelesen, aber 1. Mose 2, 24, was auch Jesus gesagt hat, Matthäus 19, was auch Paulus gesagt hat, 1. Korinther 6. Als ein Fleisch kommen wir zusammen mit zwei Perspektiven. Es gibt normalerweise, nicht immer, ich verstehe auch, wir sind alle Menschen und wir sind auch von der Sünde beeinflusst. Aber Männer allgemein haben eine Perspektive auf das Leben und Frauen haben allgemein einen anderen Blickwinkel. Und es ist gut so, weil wenn wir zusammenkommen, dann haben wir das Beste. Dann haben wir alles. Und das ist auch wichtig. Und hier ganz kurz als Beispiel. Wir haben 6 Kinder, habe ich gesagt. Der Kleinste ist 6, Größte ist 15. Wir sind in einer Phase der Kindererziehung momentan, wo wir nicht einfach als Hubschrauber, Helikopter, Eltern jede Sekunde über die Kinder sein müssen. Es ist so schön in dieser Phase. Spielkinder und dann reden meine Frau und ich miteinander. Das ist so schön. Aber früher war es nicht so. Mit kleinen Kindern, man geht zum Spielplatz, auch vielleicht als eine Familie. Und wir sehen auch, dass die kleinen Kinder, nur 2 Jahre alt, sie möchten auch bei diesem Klettergerüst hochklettern. Nicht wahr? So hoch wie möglich normalerweise, besonders wenn unsere Jungs dort gespielt haben. Die möchten hochklettern. Und es gibt 2 Perspektiven in der Kindererziehung. Der Mutti oder die Mutti sagt, oh, pass mal auf, Johnny. Nicht so hoch, nicht so schnell, wir werden da sein, ich bin dabei, dir zu helfen. Und die Väter sitzen immer noch auf der Bank und die schreien einfach, höher, höher, schneller, ja, du schaffst das. Eine andere Perspektive in der Kindererziehung. Und wir sagen nicht durch diese Illustration, oh, Männer, die haben recht. Wir sagen auch nicht zu den Frauen, oh, ihr habt recht. Wir sagen, schau mal hier, wie Gott einen Mann und eine Frau zusammenbringt in einer Ehe mit verschiedenen Perspektiven, um das Beste zu einfach hervorzubringen. Ich habe ganz auch ein praktisches Beispiel. Meine Frau und ich, wir praktizieren Ehe und Familie Seelsorge miteinander. Manchmal eigentlich praktizieren wir Seelsorge miteinander, um einander zu helfen. Aber manchmal reden wir auch mit anderen Ehepaaren. Und dann waren wir einfach in einem Gespräch, wir haben etwas gehört
vom Ehepaar. Und nach der Sitzung hat meine Frau mich gefragt, hey, was hältst du von dieser Sitzung, was denkst du? Dann habe ich gesagt, ich denke A, B und C. Und sie hat gesagt, das ist total, von der Frau etwas total anderes gehört und verstanden. Und dann haben wir die Gelegenheit gehabt, mit dem Ehepaar zu reden und tatsächlich zu herausfinden, dass teilweise hat meine Frau recht. Aber teilweise habe ich auch recht gehabt. Und dann sind wir zusammengekommen, wir haben das Beste. Wenn wir über Unterordnung reden, ich meine nicht, und wir meinen nicht, dass eine Frau nichts sagen darf. Das ist keine biblische Sicht, das wir haben. Ich werde nicht zu diesem Punkt jetzt erklären, wie wichtig es ist, dass wir in Gnade miteinander und Sanftmut miteinander reden. Das kommt später. Aber einfach zu diesem Punkt, wir sagen nicht, dass Frauen nichts sagen dürfen. Das war Punkt 4. Punkt 5. Wir meinen auch nicht, dass Unterordnung bedeutet intellektueller Stillstand. Wir meinen nicht, dass die Frauen, die einfach Gedanken ausschalten müssen und nicht denken dürfen, nicht denken müssen, weil der Mann ist das Gehirn der Familie. Das sagen wir nicht. Auch mit dem Punkt, den ich gerade eben erklärt habe, das ist nicht, was wir wollen. Und auch falls wir Zeit hätten, wenn wir 1. Timotheus 2 anschauen, ist es ganz klar und deutlich, dass Gott möchte, dass Frauen sich unterordnen, aber dass sie auch lernen. Das war etwas sehr Gutes in 1. Timotheus 2. Und auch wenn wir einfach durch die Bibel lesen und wenn wir über Jüngerschaft denken, wir reden nicht zu den Männern in der Gemeinde und sagen, hey, ihr Männer, ihr müsst Gott mit dem ganzen Herzen, Seele, Gedanken, Gehirn, alles was in dir ist, du sollst Gott lieben. Aber Frauen, das ist nicht nötig. Ihr müsst Gott nur mit den Händen lieben. Das sagen wir nicht. Wir haben die gleiche Erwartung, dass alle Frauen Gott lieben werden mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Kraft, mit der ganzen Seele, 100%. Wir möchten, dass Frauen involviert sind, dass Frauen die Bibel lernen, dass Frauen Jüngerschaft praktizieren, dass Frauen einfach diese Bibelkenntnis haben und Weisheit von der Schrift haben. Punkt 6. Unterordnung bedeutet nicht, dass jegliche Einflussnahme unmöglich wäre. Unterordnung bedeutet nicht, dass Frauen keinen Einfluss haben in der Ehe. Wir sagen nicht, wenn wir über Unterordnung reden, wir sagen nicht, dass die Männer einfach entscheiden, was sie wollen. Und wenn es um Wünsche der Frau geht, nicht nötig. Ihr müsst die nicht mitteilen. Wir möchten die nicht hören. Das sagen wir nicht. Was wir nicht wollen, ist, dass eine Frau denkt, dass sie tatsächlich leitet. Dass der Mann einfach ein Pferd ist und sein großes Kopf nach vorne steht, aber sie sitzt hinten und steuert links und rechts. Das ist nicht ein biblisches Bild, das sagen wir nicht, aber es ist möglich, einen Einfluss auf den Ehemann zu haben. Es ist auch nötig, würde ich sagen. Könnt ihr 1. Petrus 3 aufschlagen? Es ist sogar nötig und Gott wohlgefällig, einen Einfluss auf den Ehemann zu haben. 1. Petrus 3. Diese Stelle haben wir noch nicht, heute noch nicht vorgelesen. Ab Vers 1, 1. Petrus 3. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden. Es ist nicht nur möglich, sondern wichtig, einen Einfluss auf den Mann zu haben. Und klar und deutlich in diesen Versen hat Petrus gedacht, okay, es wird Ehepaare geben, auch in den Gemeinden, wo der Ehemann nicht gläubig ist, aber wo die Ehefrau gläubig ist und Mitglied der Gemeinde ist. Und es ist nötig, dass sie einen Einfluss auf ihn, in diesem Kontext auch durch Unterordnung, durch einfach das
denen zu Hause, dass sie diesen Einfluss hat für das Evangelium. Aber das Prinzip, das Allgemeinprinzip, gilt nicht nur für Ehen, wo der Ehemann nicht gläubig ist oder ungläubig ist, sondern auch für Ehen, wo der Ehemann gläubig ist. Es ist möglich, einen Einfluss zu haben, einen guten Einfluss zu haben, indem wir Gespräche miteinander haben, indem wir auch eine Meinung haben, eine biblische Meinung, und in Gnade, mit Sanftmut, in einem Geist der Sanftmut, ihre Meinung mitteilen, wo ihr auch etwas zu Hause schaffen, auch vielleicht etwas mit den Kindern schafft, oder auch wo ihr etwas in der Gemeinde schafft, einen guten Einfluss auf den Mann zu haben. Das ist nicht nur möglich, sondern sehr wichtig. Das ist, was Unterordnung nicht bedeutet. Ich habe 10 Minuten und der nächste Punkt ist, was Unterordnung bedeutet. Ich frage mich, ob ich anfangen soll mit dem Punkt oder ob ich euch fragen soll, ob ihr Fragen habt. Einfach zu, was Unterordnung nicht bedeutet, und dann nach der Pause können wir über, was Unterordnung bedeutet, reden. Fragen zu dieser Lektion soweit?